So, da bin ich wieder. Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne, und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Paxis versus FIFA Ultimate Team 18. Und jetzt weiß ich auch, wieso ich dieses Lautsprechersymbol hatte. Bei mir war der Voice Chat eingeschaltet. Das heißt, die Spieler konnten vielleicht, wenn sie das auch angeschaltet hatten, konnten die hören, was ich sage. Jetzt ist es ausgeschaltet. Jetzt höre ich dann auch keine nervigen Gegner mehr, weil das stört einfach nur, meiner Meinung nach. Das lenkt ab. Und jetzt habe ich auch dieses Lautsprechersymbol glücklicherweise nicht mehr an meinen Spielern. Jetzt kann ich viel besser und konzentrierter spielen. Das machen wir mit Kruse ein paar Buden, würde ich sagen. Schauen wir mal. Aber erstmal holen wir uns wieder eine Aufgabe ab. Und zwar. Ach so, es geht hier weiter. Sag mir das doch. Positionswahl, 150 Münzen. Gut, Online-Saison. Hoffentlich ein leichter Gegner. Und mit Kruse. Ach, Moment, Trikots, 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 Trikots. Weil ich mir zwar eigentlich. Ach, scheiß drauf, jetzt für dieses eine Spiel. Danach kaufe ich mir neue. So, bei Kruse muss ich nur dran denken, er ist ein Linksfuß, aber hat wie gesagt vielleicht dann auf den schwachen Rechten. Schauen wir mal, aber direkt ein paar Zaubertore raushaut. Mit der Latenz, nein, danke. Da fällt mir gerade ein, wir hatten ja jetzt bei der Latenzanzeige auch schon teilweise volle Latenz, also 5 Striche. Och man, warum denn nicht? Na komm. Was ist denn jetzt los? Warum finde ich denn keine Gegner? Jetzt. Gute Latenz. FC irgendwas. Ja. Rot-Gelb passt. Und wie gesagt, wenn ich versuche dran zu denken, dass ich dann nach diesem. Eine Inform. Ist der Stürmer, müsste eine Inform sein, und der Linkverteidiger ist ein Once to Watch. Hat aber dafür total scheiß Chemie, irgendwie merkwürdiges Team. Weil ich gehe mal davon aus, die Inform und der Once to Watch, okay, er könnte sie auch in Packs gezogen haben. Aber trotzdem hat er da schon merkwürdig Geld ausgegeben. Ja, hoffen wir mal, dass er nicht so gut spielt. Konzentration. Verteidigung ist echt ein Problem. Also Verteidigung ist echt ein Problem. Das heißt, wir brauchen dann ganz schnell ganz gute Verteidiger. Um das irgendwie ausgleichen zu können, glaube ich. Aber verteidigen scheint wirklich ein Problem zu werden. Direkt ein guter Schuss von Kruse mit seinem starken Linken. Nice. Müsste ja auch einen guten Distanzschuss haben. Ist das von Kruse? Ich glaube, Kruse ist nicht so kopfballstark. Dann macht's! Halt, Chiba Ma. Oder wie auch immer der ausgesprochen wird. Aber ich glaube, er ist Chiba Ma, oder? Ja, aber wieso macht denn der denn nicht? Ich dachte echt, der geht rein. Schon wieder. Ich dachte, ich stehe perfekt, um damit Durm mit dem Ball zu erkämpfen, aber. Ich habe mich leider geirrt. Das wird wirklich ein Problem. Schön gemacht mit Haraguchi. Geiler Pass von Haraguchi. Scheiße, ich wollte Haraguchi ein bisschen Zeit geben, der dann nackt über außen durchgehen kann, aber war dann leider. Nicht mehr möglich. Da haben wir, denke ich, ganz gut verteidigt. Wir haben zwar nicht direkt den Ball bekommen, aber den Gegner dazu gezwungen, aus einer sehr ungünstigen Position abzuschließen. Dann hätte ich direkt den Pass auf Haraguchi suchen müssen. So, der Gegner ist auf jeden Fall schon mal nicht so gut wie der letzte. Das ist schon mal schön. Aber ich glaube auch nicht so schlecht wie der vorletzte.
Ja, warum nicht mit der Hacke? Also, ja, ist schade. Aber ein schöner Pass auf jeden Fall auf Kruse. Ah, wir kommen schon gefährlich vor das gegnerische Tor. Wenn es so weitergeht, ist es hoffentlich nur eine. War wieder abgefälscht. Nur eine Frage der. Der war nicht abgefälscht? Nur eine Frage der Zeit, bis wir mal ein Tor machen. Wieso war denn da nicht abgefälscht? Aber wie gesagt, den Angriff, der interessiert mich gerade überhaupt gar nicht so sehr. Mir geht es echt mehr um die Abwehr. Die ist wirklich scheiße schwer. Das erste Spiel war da nicht wirklich aussagekräftig. Da war das irgendwie jetzt nicht so ganz so schlimm angefühlt, aber. Jetzt merke ich schon, dass Abwehr ein Problem ist. Ja, Abwehr ist ein Problem. Och, ist das ärgerlich. Ein Schuss, ein Abschluss, das Scheißding ist drinne. Und bei mir dauert es wieder ewig. Oh, ich hoffe echt, das wird noch besser. Ich habe keinen Bock wieder so ein beschissenes Spielgefühl zu bekommen wie bei FIFA 16, wo ich denke, das Spiel ist scheiße. Aber noch bin ich nicht so weit, das zu sagen. Hat eigentlich schon wieder gehabt. Kommt ganz merkwürdig über den Gegner an. Da bin ich schwarz, ne? Das war dumm. Komm, konzentrier dich, konzentrier dich. Alle gute Chancen bisher, so weiterspielen, und dann machen wir schon ein Tor. Der war aber bitte. Was? Wie schießt denn der? Das war der zweite Katastrophenschuss. Egal. Wir sind wieder zu einem guten Abschluss gekommen, also zu einer guten Situation, die hätte ein guter Abschluss eigentlich nach sich bringen müssen, und das ist ja erstmal die Hauptsache. Das war mal gut verteidigt, ausnahmsweise mal. Wollen die Schuster schon machen. Ich glaube, ich darf nicht das hier aufziehen. Die Schüsse kommen einfach viel zu krass straff nach oben, aber ich drück doch gar nicht lange auf den Knopf. Das nervt auch immer. Das ist gefühlt jeden FIFA die Aufzugsdauer für den Schuss anders ist. Das gibt's doch nicht. So was kann man doch mal gleich lassen. Oh, ich wollte wieder eine Schusstäuschung machen, Freunde! Den wollte ich natürlich nicht spielen. Aber egal, ich sehe ja Chancen. Ich sehe mich eigentlich sogar als besseren Spieler, hatte deutlich mehr
gefährliche Abschlusssituation, aber man macht halt wieder einen Sonntagsschuss rein. Naja. Die Schüsse von Kruse, ist das denn wirklich so sehr aufgezogen? Ich verstehe das nicht. Egal, egal, wir sind noch in der Findungsphase. Wir sind noch in der Findungsphase und ich sehe mich hier noch zwei Tore in der zweiten Halbzeit schießen. Komm, komm, glaub dran. Komm schon. Schön gemacht mit Schmiedebach. Ah, sehr gut. Der Ball wäre nämlich weg gewesen. Hätte gar nichts machen müssen. Jetzt gibt es hier erstmal eine schöne gelbe Karte für das krasse Reingrätschen. Ja, ist nicht wirklich nah dran. Wie viele Meter sind es? 33. Oh, Arangis kann das ja sogar. Sollen wir mal einen draufziehen mit Vollspann? Noch mal probieren. Okay, noch ein Stück weiter vorne, das passt. Wie viele Meter sind das jetzt? Jemand mit links, der es kann? Ist das mit Kruse? Ach du Scheiße! Oh Gott. Ach, ärgerlich. Schön gemacht mit Subotic. Ah, die Pace von Subotic nervt echt ein bisschen. Kein Abseits. Och, ist das bitter. Ist das bitter. Was sonst? Hallo. Also, boom, Arangis. Was geht? Nice. Schön rausgespielt, wieder mit der Drehung und zack. Ich weiß nicht, was es sein soll, ob das ein Zauber ist oder Sturm oder... Egal, nice. Schöner Schuss. Sehr gut. So, und jetzt machen wir noch das zweite und werden verdient gewinnen. Aber verteidigen! Oh, ich mache mir echt gerade Gedanken über das Verteidigen. Das ist echt der Wahnsinn bis jetzt. Das merkt man schon. Wie gesagt, es wird besser werden, sobald man bessere Spieler hat, aber man hat auch die Gegner bessere Angreifer, ne? Das ist halt das Problem. Schön gemacht mit Durm. Das war mal gut verteidigt, aber sowas klappt halt einfach viel zu selten, ich finde. Dass man über ein gutes Stellungsspiel die Belohnung bekommt. Boah, das war eine geile Flanke. Leider ist ein Arangis da, der kein wirklicher Kopfballspieler ist und zu klein ist. Ah, in den Gegner reingedreht. Schön mit Haraguchi, der in dem Spiel hier wirklich mal den ein oder anderen Ball abfängt.
schöner Schuss. Der Ball gefällt mir nicht so richtig. Ich habe immer das Gefühl, ich sehe gar nicht richtig, wo der hinschießt. Wenn. Da ein Schuss kommt. So, mal gucken, ob wir jetzt mal wieder einen aufs kurze Eck reinbekommen. Ach du Gott, war ich das? Es war auf jeden Fall Durm. Scheiße, was für eine Bombe. Was für eine Bombe von Arangis. Geil. Hat sich doch schon gelohnt, den ZOM als... den Inform als ZOM zu holen. Sehr geiler Distanztreffer. Spiel gedreht. Ich würde sagen, auch nicht unverdient. Unser erstes gedrehtes Spiel. Unser erster, ja, geht vielleicht schon als Distanztreffer durch. Unhaltbar. Sehr geil. Ach so, man kann über diese Empfehlungswechsel, kann man währenddessen wechseln und muss nicht erst Pause drücken. Das ist ja geil. Weil der Gegner hat, glaube ich, gerade gewechselt. Sehr schön mit Subotic. Das war Katastrophenidee von mir. Definitiv mein Fehler. Ich gehe mal auf Defensiv. Also das Verteidigen ist auf jeden Fall realistischer dadurch, weil es halt wirklich komplizierter ist und man sehr viel selber machen muss. Das, also es ist auf jeden Fall so. Ach, der erste Elfmeter. Aber das war auch einfach nur Glück für mich und Pech vom Gegner. Da hat nicht wirklich viel falsch gemacht. Ich wollte gerade zur Schusstäuschung ansetzen und ja, also es ist, zeigt einfach, wie schwer hier das Verteidigen ist. Ach so, mal gucken, wie Elfmeter aussieht. Hä? Ich hatte gerade Angst, dass ich so schießen muss. So, zielen. Schuss, Ausgangsposition ändern. Ziel ein oder aus. Okay, okay. Sie haben auf jeden Fall Elfmeter wieder geändert. Warum haben sie denn jetzt den Elfmeter wieder geändert? Das ist ja wieder der alte Elfmeter, oder? Also wie man ihn früher geschossen hat. Oh, Freunde, Freunde, Freunde. Komm, wir machen jeden FIFA mal irgendwas anders. Eieiei. Egal, 3-1 ist der Deckel. War es wieder Arangis? Ja, Dreierpack. Nice. Ach nee, Quatsch. Das erste Tor hat doch gar nicht Arangis geschossen, oder? Oh, Subotic! Ah, zum Glück überhastet abgeschlossen. Also Subotic gefällt mir bisher überhaupt nicht in der Verteidigung. Der Hoche ist mir bisher noch nicht aufgefallen, aber Subotic auf jeden Fall schon negativ und Hoche wenigstens nicht negativ, auch nicht positiv, aber gut, bei dem Verteidigung, bei der Verteidigung hier im FIFA 18 ist es wahrscheinlich auch schwerer als Verteidiger positiv aufzufallen. Okay, Subotic hat auch schon den einen oder anderen Ball erarbeitet, muss ich zugeben. Aber er ist mir halt auch schon negativ aufgefallen und der andere weder positiv noch negativ. Der Spanier in meiner Verteidigung. Schade. Hätte man, denke ich, besser ausspielen können. Aber passen konnte ich nicht, hat er gut nur zugestellt gehabt. Oh, ey, man ist so nah am Ball und kriegt den halt trotzdem nicht. Das ist so nervig. Das war geil rausgespielt mit Spielebach. Das nervt so sehr, dass man halt echt teilweise so krass nah am Ball ist und es passiert einfach nichts. Also, naja. Verteidigen ist scheiße.
oder zumindest schwer, scheiße will ich es noch nicht bezeichnen, schwer, anstrengend. Angriff finde ich okay, finde ich jetzt nicht super einfach, also wie es teilweise dargestellt wurde. Aber vielleicht liegt es noch an den Spielern, mal schauen. Kruse hat mir gut gefallen, ist auch zu guten Abschlüssen gekommen, aber hat die Dinger leider nicht reingemacht. Das ist ein bisschen ärgerlich gewesen. Tore, ja, Schmiedebach hat eins gemacht, Arangis hat zwei gemacht, Vorlagen. Ah, einmal Kruse, alles klar, ist ja auch mit dem Vorlagengeber. Schauen wir mal, aber Kruse werde jetzt logischerweise erstmal eine Runde spielen, bevor mich dann zu was anderem hinreißen lasse. Und so viel mehr Auswahl habe ich dann, wie gesagt, nicht. Raphael ist noch interessant, Gomez. Das wären so die zwei, die man noch testen könnte. Und dann kommt eigentlich schon Werner. Und der ist halt einfach noch viel zu teuer. Naja, vielleicht habe ich ja Glück und irgendeiner der passablen Stürmer bekommt eine Inform. Die wäre dann bestimmt billiger als der Werner. Und dann könnte ich darauf erstmal ausweichen. Aber wir brauchen nur noch 3 Punkte, um aufzusteigen. Und noch 2 Siege, also 6 Punkte für den Titel. Das ist schon mal nicht schlecht. So. Ich schreibe es mal auf den Zettel, weil ich sonst auf jeden Fall wieder vergesse. Trikots, auf jeden Fall Trikots suchen. Und zwar ein helles und ein dunkles. Ich bin da jetzt auch nicht festgelegt und sage, ich brauche unbedingt weiß und schwarz. Das wäre zwar das Optimum, aber das muss mir ja insgesamt gefallen. Und wenn es ein helles und ein dunkles ist, dann weiß ich ja trotzdem, okay, zu Hause immer das helle anziehen, das ist dann weiß. Und auswärts immer das schwarze oder das dunkle anziehen, das ist dann schwarz. So. Alles klar, dann würde ich sagen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss.